Ben wird 5 Jahre alt. Und dann gehören wir im Kindergarten jetzt schon zu den Älteren. Es ist nur folgerichtig, dass er mittlerweile unser Head of, unser Präsident ist. Lieber Harald. Diese Vision, Rhetorik für den Beruf, dieses Leitbild, das haben unsere Gründer, Edgar, Vision, mehr Menschen zum Reden zu bringen, einfach Menschen dazu zu bringen, frei zu reden. Wir hatten die Vision, Menschen dazu zu bringen, sich über Führung Gedanken zu machen und zu lernen, wie Führung auch wirklich funktionieren kann. Der Redeclub ist ein richtig kongeniales Vorbild. Ja, danke Stefan, wir wissen auch, dass wir ziemlich gut sind. Sonst im Theater bin ich sehr selten, in Opern war ich noch nie, da habe ich Angst davor. Weil der Redeclub wohl sehr streng ist, auch was die Agenda betrifft, alles mit Zucht und Ordnung vor sich geht, das hat dir nicht so gut gefallen. In diesem Club schlagen 2 Herzen. Brigitte Herder, Edgar Niklas, die Gründer unseres Clubs, die dem Club Qualität und Stabilität geben. Und jedem Toastmaster, der so in den Redeclub München kommt, beim Wachsen helfen. Du hast eigentlich gar nicht so viel zu tun. Das machen alles die anderen. Und in meinem Hinterkopf dachte ich mir nur, das klingt nach richtig viel Arbeit. Dieser wunderbare Abend zeigt mir, worum ich mich freue, dass ich die Herausforderung angenommen habe.